Moin Christina. Moin. Willkommen im Studio. Danke. Ja, man traut es sich fast gar nicht auszusprechen, aber nach allem, wie es gerade aussieht, könnte es sein, dass Hamburg bald einen Erstligisten vorzuweisen hat. Es sieht sehr danach aus, aber es sind auch noch 7 Spieltage übrig. Also wir wollen nicht zu frühzeitig da Schlüsse ziehen. Aber sie liegen, der FC St. Pauli liegt 5 Punkte vor Kiel und ganze 11 Punkte vor Düsseldorf, die auf dem Relegationsplatz sind. Also es sieht ziemlich gut aus, aber wir müssen abwarten, was passiert. Also die Rede ist vom FC St. Pauli, du hast es schon gesagt. Du warst heute auch selbst beim Training vor Ort. Es war sehr regnerisch leider, typisch Hamburger Wetter. Trotzdem waren viele Fans vor Ort und danach gab es natürlich wieder eine Unterschriftenrunde am Platz. Und ein Spieler war da heute ganz besonders begehrt. Ob mit dem Kopf, dem rechten Fuß oder mit links. FC St. Paulis Mittelstürmer Johannes Eckesteins Treffer sind vielfältig. In der laufenden Saison traf er bereits 7 Mal. Davon 3-mal mit dem Kopf, 3-mal mit rechts und 1-mal mit links. Sein letztes Tor erzielte er beim vergangenen 2:0 Auswärtssieg gegen den Club aus Nürnberg. Dies war für den 25-Jährigen ein besonderer Treffer, denn er beendete seine seit November anhaltende Torflaute. Also nach einer langen Phase mal wieder ein Tor zu schießen, gerade als Stürmer, ist natürlich auch wichtig oder als halber Neuner. Ne? Dementsprechend bin ich natürlich auch glücklich darüber. Ich freue mich auch, dass wir vor allem auch das Auswärtsspiel gewonnen haben. Das war ein wichtiges Spiel auch, die 3 Punkte mitzunehmen. Und dementsprechend war das schon für mich ein besonderer und ein schöner Spieltag. Seit Sommer 2022 ist der gebürtige Hannoveraner bei den Kiezkickern. Mit seinen 7 Treffern ist er zusammen mit Elias Saad der zweitbeste Torschütze nach Marcel Hartl. Aktuell hat er eine Doppelbelastung. Neben seiner Tätigkeit als Fußballprofi studiert der ehemalige Bremer Psychologie. Doch hilft ihm das auch in der Kabine? In der Kabine jetzt nicht unbedingt, da nehme ich es jetzt nicht mit hin. Ich versuche jetzt auch nicht so viele Inhalte darüber zu nehmen. Das ist vor allen Dingen auch eine Arbeit, die man bei sich erstmal persönlich anfängt und die man mit sich persönlich ausmacht. Und da lerne ich, glaube ich, mehr über mich selbst erstmal. Ich mache es einfach aus Interesse auch und ich versuche dann natürlich auch eine Balance zu finden, weil ein Studium nebenbei zu machen kann natürlich manchmal auch ein bisschen belastend sein. Das ist natürlich auch keine Frage, aber da geht es für mich auch darum, halt die richtige Balance zu finden zwischen, okay, ich performe jetzt auf dem Platz gut, ich habe Spaß am Fußball und dann halt nochmal nach dem Training mich hinzusetzen und ein bisschen was für meine Birne zu tun. Seine mentale Stabilität hilft dem 25-Jährigen auf dem Fußballplatz. Auch dank seiner 7 Treffern steht der FC St. Pauli auch nach dem 27. Spieltag unangefochten an der Tabellenspitze der 2. Bundesliga. Die Kiezkicker liegen 11 Punkte vor den Düsseldorfern, die aktuell auf dem Relegationsplatz stehen. Doch noch ist nichts entschieden. Wie gesagt, wir haben uns das, glaube ich, verdient, dass wir so weit vorne stehen. Aber wie ich das gerade schon betont habe, die letzten Spiele wären, glaube ich, nochmal richtig interessant. Wir haben jetzt auch erst ein schweres Auswärtsspiel vor der Brust gegen Karlsruhe, wo auch ein starker Gegner wartet. Ich glaube, aktuell mit einer der besten Mannschaften in der Liga, die eine sehr stabile Truppe haben, vor allen Dingen auch ein stabiles, hohes Pressing haben, was wieder eine Herausforderung für uns auch wird, weil wir auch den einen oder anderen Ausfall wieder haben. Und dementsprechend ist das wieder eine Challenge für uns und genauso versuchen wir es auch in den nächsten Spielen anzugehen, dass wir die Challenges annehmen und von Spiel zu Spiel weitergehen. Am Samstag geht es für Eggestein und seine Mannschaftskollegen in Baden-Württemberg gegen den Karlsruher SC. Das Hinspiel gewann der Tabellenführer mit 2:1, auch dank eines Treffers mit dem rechten Fuß von Stürmer Eggestein. Ja, also Stürmer Eggestein, wie wichtig ist er denn für das Team? Lässt sich das irgendwie sagen? Wir haben es ja eben schon im Bericht gehört, er hat bereits 7 Tore geschossen. Allein deswegen ist er schon wichtig, weil im Endeffekt zählen die Tore, um Spiele zu gewinnen. Aber er ist auch sonst ein wichtiger Teil des Teams. Er ist ein Schlüsselspieler, sagen auch seine Mannschaftskollegen, dass sie froh sind, ihn im Team zu haben. Auch wenn er jetzt nicht wie ein Robert Glatzel schon 16 Tore hat, sondern nur 7. Aber er ist halt trotzdem ein wichtiger Bestandteil des Teams. Und er hat auch schon viel Erfahrung sammeln können. Er war ja schon bei Bremen zum Beispiel, hat da schon Bundesliga-Erfahrung sammeln können. Obwohl er erst 25 Jahre ist, kann er schon einiges da vorweisen und damit kann er auch seinen Mitspielern auf jeden Fall weiterhelfen. Ja, wie lief es denn gegen Paderborn für den FC St. Pauli? Wie viele Tore wurden geschossen? Sie haben ja mit 2:1 gewonnen. Eigentlich wäre es ein 3:1 vielleicht gewesen, weil Ayosha Kemlein, der Neuzugang, hat in der 9. Minute ein Tor geschossen, was dann aber wegen Abseits aberkannt wurde. Aber diese Entscheidung hat sehr lange gedauert und es gab wohl auch technische Schwierigkeiten. Also es hätte vielleicht doch gezählt, man weiß es nicht genau, aber hinterher ist aber leicht zu sagen. Hauptsache, sie haben gewonnen mit 2:1.
Das steht fest, aber da ist so ein kleines Geschmäckle jetzt wieder dabei, was den Videobeweis angeht, auf jeden Fall. Na gut, aber man darf sich, glaube ich, nicht beschweren für den FC St. Pauli, auch wenn wir einmal auf die Tabelle schauen. Es sieht sehr gut aus. Wir hatten schon gesagt, erster Platz aktuell. Ja, 57 Punkte. Dahinter Holstein Kiel mit 52 Punkten und dann Fortuna Düsseldorf 46, ganze 11 Punkte hinterm Tabellenführer, hinterm Kiezclub. Und dann der Hamburger SV, ja, leider jetzt auf Platz 4 mit 45 Punkten. Also es sieht ziemlich gut aus, aber es sind noch 7 Spieltage, also mal gucken, was da noch so kommt. Du sagst es schon, es sind noch 7 Spieltage. Gegen wen geht es denn noch? Was sind so die nächsten Aufgaben? Das nächste ist ein Auswärtsspiel gegen Karlsruhe und dann geht es zu Hause gegen Elversberg, dann nach Hannover, dann zu Hause gegen Hansa Rostock. Dann kommt das Derby, was ja jetzt wohl noch eines der größten Spiele ist in der restlichen Saison, am Freitag, den 3. Mai. Und dann geht es noch zu Hause gegen Osnabrück und das letzte Spiel ist dann leider wieder ein Auswärtsspiel, Wiesbaden. Da könnte es ja vielleicht eine Meisterfeier geben, eine Aufstiegsfeier, wissen es noch nicht, aber ist auf jeden Fall schade, dass das letzte Spiel dann Auswärtsspiel in Wiesbaden ist. Das stimmt. Möglicherweise gibt es ja die Aufstiegsfeier schon vorher. Wie gingen denn die Hinspiele aus da? Ja, also jetzt gegen Karlsruhe geht es jetzt ja als nächstes. Das Hinspiel konnten sie mit 2:1 gewinnen. Damals, haben wir es auch schon gehört, hat auch Eggestein getroffen. Sonst gab es viele Unentschieden am Ende, auch gegen den HSV im Derby 2:2 und auch gegen Osnabrück und Wien Wiesbaden jeweils ein 1:1. Mal gucken, ob das jetzt bei den Rückrundenspielen besser läuft. Und wenn wir jetzt noch einmal einen Blick auf den möglichen Aufstieg wagen, wann steht er denn fest? Lässt sich da schon irgendwie eine Prognose abgeben? Es ist schwer zu sagen. Wir haben es ja heute schon öfter gesagt, Pauli hat 57 Punkte. Ich habe mal so zurückgeguckt, was die in den letzten Saisons, was die Aufsteiger für Punkte hatten. In der letzten Saison war es ja Heidenheim und Darmstadt mit jeweils 67 Punkten. Also da würden noch 10 Punkte fehlen. Aber es sind ja noch 7 Spieltage. Also durchaus da die Chance, da nachzuziehen. Und die Saison davor hatte Schalke nur 65 Punkte und Bremen 63 Punkte. Also noch mal weniger. Es wäre frühestmöglich gegen Elversberg möglich zu Hause am 14.04. Da könnte es schon soweit sein, aber es kommt darauf an, wie die anderen spielen, wie Kiel spielt, wie der HSV spielt, wie Düsseldorf spielt. Also es hängen viele Faktoren davon ab, man kann es nicht so genau sagen. Ja, wir müssen abwarten, der altbekannte Spruch, aber so ist es halt. Das werden wir tun und natürlich die Daumen und drücken. Darüber berichten. Und darüber berichten. Vielen Dank, Christina, an der Stelle. Und